Hallo und willkommen bei meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind zurück bei Österreich. Wir haben letztens geschlossen, nachdem wir einen Kriegsgrund gegen Lübeck erhalten haben. Das hat wiederum den Vorteil, dass wir indirekt Preußen den Krieg erklären können. Preußen wird Lübeck zur Hilfe eilen. Das wird dazu führen, dass wir dann gegen Preußen Krieg führen können, ohne dass wir gegen die meisten anderen kleinen Stadtstaaten Krieg führen. Ich habe vor, während des Kriegs wieder die Vorherrschaft gegen Preußen zu fordern. Mit etwas Glück sind wir dieses Mal die Anführer und nicht die Franzosen, die hoffentlich mitmachen, weil wenn sie nicht mitmachen, wird der Krieg knapper. Es sollte sich vielleicht trotzdem noch ausgehen. Wir haben mehr Truppen als Preußen, aber wenn er mobilisiert, müssen wir wahrscheinlich auch mobilisieren, wenn Frankreich nicht auf unserer Seite mitarbeitet. Schauen wir mal. Wir haben ja auf unserer Seite noch Bayern, Sachsen, Württemberg und Baden. Also die sind auf jeden Fall eine Hilfe in dem Kampf, weil die sind relativ stark schon mittlerweile. Also Bayern hat nur noch etwa halb so viel Truppen wie Preußen. Ich nehme mal an, Württemberg, Baden, Bayern und Sachsen zusammen sind in etwa so stark wie Preußen. Das bedeutet, dass wir selbst ohne Frankreich wahrscheinlich gewinnen müssten. Ohne grobe Probleme. Also Preußen hat sicherlich die höhere Ausbildung ihrer Truppen, aber wir sind halt mehr. So, wir haben diesen Schuldentilgungsgrund. Der bringt uns auch 5 Prestige, wenn er durchgeht. Also so gesehen ist es vielleicht gar nicht einmal so schlecht. Wir würden unsere Bündnispartner fragen. Das ist überall sehr wahrscheinlich, dass sie mitmachen. Das ist gut. Ist nicht hundertprozentig, aber naja, was soll's. Fortfahren. Okay. Naja, schauen wir mal, was passiert. Also ich habe, ja genau, das habe ich schon quasi zwischen den zwei Let's Plays kurz eingestellt. Ich habe meine Ausgaben fürs Heer wieder etwas höher geschraubt, meine Steuern höher geschraubt und jetzt schauen wir mal, was passiert. So, wer macht da mit? Brasilien, Argentinien, die werden wahrscheinlich nicht ganz so wichtig sein für diesen Krieg. Marokko hat Frieden mit Portugal geschlossen, ist auch okay. Toskana macht mit, Parma macht mit, Modena, Lucca, Württemberg, Sachsen, Bayern, Baden, aber nicht Frankreich. Das ist interessant. Und eigentlich gar nicht so. Naja, vielleicht ist es doch nicht so schlecht. Schauen wir mal, ob wir mit dem Krieg klarkommen. Wenn wir nicht klarkommen in dem Krieg, dann war es schlecht. Wenn Frankreich das gemacht hat, wir müssen dann schauen, dass wir bald wieder ein Bündnis mit ihnen kriegen. Nicht, dass wir die ein Bündnis mit jemand anderem eingehen. So, wo haben wir denn da? Der kommt gleich zu mir rüber nach Oppeln. Das ist vielleicht eh nicht so schlecht. Dann gehst du nicht darüber, sondern nach Troppau, damit du denen in Oppeln helfen kannst. Du wirst auch dann unterstützend eingreifen. Dann brauchen wir die auf jeden Fall auch. Wo geht es mir hin derzeit? Nach Judenburg. Lass mich weitergehen nach Liegnitz. So, na dann wird unser Hauptziel mal sein. Du gehst nach Katowice. Du gehst eh auch nach Katowice. Gut. Unser Hauptziel wird mal sein, die Truppen von ihm irgendwie zu besiegen. Deswegen werden wir ihn einmal auf unser Gebiet locken. Dort haben wir einen Verteidigungsbonus und dort schauen wir, dass wir indem wir Truppenkörper austauschen im Kampf, ihn einfach in die Knie zwingen. So, er hat natürlich begonnen, die Reserven zu mobilisieren. Das gefällt mir gar nicht. Und jetzt ist er da auch. So, wir kommen mit denen nach. Und mit denen. Mit denen sollten wir eigentlich mehr und besser sein als er.
Schauen wir mal. Uff, ist das brutal. Nein, 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 Pause, 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 Pause. Ihr hier. Jetzt mal nach Troppau oder nach Liegnitz. Geht das nicht? Nein. Mist. Da kommen auch noch welche nach. Uff. Ja, 56.000, die können sich schon wehren, wenn die da daherkommen. Sollen wir auch mobilisieren, stellt sich jetzt die Frage. Parma hat es gemacht, Modena hat es gemacht, Toskana, Württemberg und Baden. Bayern natürlich nicht, sicherheitshalber. So, dann, ich hoffe nur, es passiert uns jetzt nicht wieder das gleiche wie das letzte Mal. Wir rennen ihm dann nach und sterben. So, wir haben die Schlacht in Oppeln gewonnen. Er hat mehr verloren als wir sogar. Das ist gut. Nein, wir wollen jetzt nicht noch mehr Militanz. Das ist schon schlimm genug, was wir derzeit haben. Gut, ihr hier. Geht's mir mal nach Troppau. Und der Rest der Truppe soll ihm folgen nach Gnižno. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So, wohin geht's ihr? Ein bisschen gefährlich da herumzurennen, wenn die da unterwegs sind. Schauen wir mal, wo die hingehen. Die gehen nach Dresden. Die wird wahrscheinlich versuchen, die Sachsen möglichst schnell, aus dem Krieg rauszuhauen. Das heißt, warte mal, du könntest in der Zwischenzeit tatsächlich nach Karlsbad gehen, zu den Bayern. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas machen können. Okay, der nach Oppeln gerade gekommen ist, der geht danach vielleicht nach Gnižno, falls wir dort den Kampf nicht gewinnen. Du gehst einmal weiter nach Liegnitz. So. Gewinnen wir diesen Kampf. Ist ein Karlsbad. Reichst du aus für diese 11.000 Mann da? Das wäre wichtig, dass die nicht zu viel da erobern aus Leipzig, aus Dings, aus Sachsen. Du gehst einmal daher und schneidest mal den Weg da ab. Nächsten Frieden mit Sachsen. Ist mir nicht recht. Das haben sie gut gemacht, die Preußen. Ich hoffe, es lässt sich. Oh, warte mal, wo geht der hin? Nach Aussicht? Das ist mir eh recht. Soll er das doch machen? Dann gehst du nach Prag, Hradec Karlovac. Liegnitz. Rest, glaube ich, machst du einen kleinen Umweg. Du machst einen kleinen Umweg. Ihr folgt hier nach. Was haben wir da für Truppenkörper? Die sind schon relativ schwach.
Wir gehen zurück nach Oppeln. Na hey. Ich könnte jetzt ruhig nach Oppeln gehen. So, wir haben Knieschnofel gewonnen. Wir gehen mit euch nach Oppeln. Mit den anderen 50.000 folgen wir nach Bromberg. Und du gehst auch nach Knieschno. Er darf nicht ausrasten und wir müssen. Okay. Jetzt müssen wir uns überlegen. Der greift uns da tatsächlich hier an. Puh. Gerade noch rechtzeitig gekommen. Bromberg haben wir gewonnen, aber mit starken Verlusten. Das heißt, wir werden dann nicht weiter mitrennen. Hier geht's daher. Mist, das gefällt mir gar nicht. Wir müssen da mehr von seinen Truppen erledigen. Da sind 12.000, die gerade erledigt werden. Gut. Hier. Geht's einmal daher. Schauen wir mal, ob wir die 2.000 erledigen können. Oder geht's nach. Warte mal, wo geht denn der hin? Ah, da geht der nach Liegnitz. Sehr gut. So, wir haben Posen gewonnen, die Schlacht. Wo geht's hier hin? Nach Küstrin. Genau, halt noch Küstrin. Nicht gut. Du bleibst mal da. Sicherheitshalber. So. Ah, Frankreich bietet mir ein Bündnis an. Na gut. Soll sein. Gut, die haben sich etwas erholt. Die können da mithelfen. In der Schlacht. Ah, verstehe. Da ist noch Württemberg dabei. Gut, und die erobern langsam Berlin. Na, ich glaube, wir brauchen echt nicht die Truppen zu mobilisieren, hoffe ich. Ich glaube, das könnte sich trotzdem ausgehen. Ah, nein, irgendwann. Wir brauchen eine niedrigere Militanz. So, jetzt sind wir da definitiv unterlegen in dem Kampf. Uff, und zwar wir auch noch. Halt, nicht mal weiter. Dann konnten die in Görlitz an. 19. November. Und wir kommen auch am 19. November hier an. Uff. Wie sieht das aus? Au. Ich glaube, wir gehen da zurück. Da haben wir jetzt doch einiges verloren. Bist du wahnsinnig? Uff. Nach Breslau. Aber wahrscheinlich geht der dann da weiter. Schauen wir mal, ob wir ihn vielleicht daher locken können. Urk. Könnte man dazu sagen. So. Hierher.
ein bisschen aufteilen, damit sie sich besser erholen können. So, was bietest du mir an? Sie würden mir Schuldentilgen anbieten, das heißt, ich hätte meinen Kriegsgrund erfüllt. Ich habe zwar nicht das erreicht, was ich wollte, aber... aber wenn er mir es anbietet, dann ist er schon ziemlich fertig. Andererseits, er hat da ziemlich viele Truppen noch. Können wir von ihm... Wir haben ein Plus von 29% durch die Besatzung, die wir schon haben. Bist du wahnsinnig? Das heißt, seine Wirtschaft muss schon extrem leiden. Ja, Berlin haben wir besetzt. Eine gute Frage. Kriegen wir, wenn wir das Kriegsziel hinzufügen, haben wir den Vorteil, wenn wir das erreichen, dann haben wir die ganzen kleinen deutschen Staaten in unserem in unserer Einflusssphäre. Das wäre absolut genial. Die bringen uns Geld, sie bringen uns Industriepunkte, sie bringen uns Einfluss. Allerdings ist es natürlich eine riskante Strategie. Militärisch sind wir einfach schwächer als Preußen. Wir haben sie jetzt zwar überrollt ein wenig. Wir haben dann einen Haufen Truppen von den verschiedensten kleinen Staaten. Aber die Frage stellt sich natürlich, was passiert, wenn diese Truppen nochmal anfangen, die kleineren Dinger da anzugreifen? Können wir die aufhalten? Nein, ich bin sehr friedlich. Passt schon. Schuldentilgen reicht uns. Unser Militär sieht zurzeit schon wieder so mies, das ist unfassbar. Die zweite Armee stellen wir nach Budapest. Die fünfte Armee stellen wir nach Breslau. Die dritte Armee kommt nach Mailand. Mal abgesehen davon, wir haben einen weiteren Vorteil. Dadurch, dass wir den Krieg geführt haben, kann Preußen wiederum nichts erobern. Erste Armee, die hat noch keinen richtigen Namen. Die richtige erste Armee, bist du wahnsinnig, die existiert fast nicht mehr. Die stellen wir nach Wien. Und die vierte Armee kommt zurück nach Lemberg. An unsere russische Grenze. Hurra. So, wir können da wieder zurückgehen ein wenig. Wir gehen auf 50%, dann erholt sich das Militär etwas schneller. Also die Regimente erholen sich etwas schneller. Wir können da die Steuern wieder runtersetzen ein wenig, sagen wir 75%. Und wir können sagen, wir haben den Krieg gewonnen. Andere Länder würden zwar sagen, es war ein Unentschieden, aber wir sagen, wir haben den Krieg gewonnen. So, noch ein Admiral dazu. Und passt. Jetzt haben wir gleich die Kappa-Gruppendoktrin. Jetzt brauchen wir dann gleich ein paar Marinestützpunkte. Huha, von den 30.000 Mann sind noch 4.300 übrig. Das ist traurig. Okay, na gut. Apropos, erste Armee heißen die nicht mehr. Das wird die sechste Armee. Puh, die ist ziemlich zusammengeschlagen worden. Naja. Es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Sie hätten aufgerieben werden können. Und das wurden sie nicht. Und wir mussten nicht mobilisieren. Na siehst, wenn wir mobilisiert hätten, hätten wir es wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie geschafft. Aber zu welchem Preis?
Das hätte uns echt viel gekostet. So, jetzt können wir neue Marinestützpunkte bauen. Wir werden jetzt wieder Kultur, Revolution und Konterrevolution. Das ist echt wichtig bei uns. Mit den vielen Aufständischen und mit der hohen Militanz. So, schauen wir mal. Triest. Kriegt einen neuen. Venedig. Wie viel kostet das? Das kostet 33.000. Bist du wahnsinnig? Das heißt, wir können uns ganze drei Stück jetzt leisten. Und einen nach Senj oder machen wir einen nach Kotor. Machen wir nach Kotor. Das ist gut. Gott sei Dank haben wir ein relativ großes Einkommen. Das heißt, wir können uns bald auch den vierten leisten, den Senj. Und dann bauen wir nach Afrika auch noch welche. Es wäre schön, wenn wir langsam Nitroglycerin entdecken würden. So, Revolution und Konterrevolution wird etwas länger dauern. Ja, wie schon gesagt, 1,5 Jahre. Aber die werden uns helfen, dass wir etwas weniger Revolutionen haben. Hoffentlich. Oh, diplomatische Spannungen. Ja, wir sind an diesem Konflikt natürlich interessiert. Es gibt einen Konflikt, der nicht mich betrifft. Hurra. So, und welcher wäre das? Oh. Ha, Polen will gegründet werden. Tja, na schauen wir mal. Die sind eher auf preußischer Seite. Die sind noch unentschlossen. Ich wäre eigentlich auf französischer Seite, um ehrlich zu sein. Na, um ehrlich zu sein, vielleicht doch nicht. Polen ist ein widerliches Ding, wenn Polen entsteht. Die hätten Kriegsgründe gegen uns und das wäre schrecklich. Wir müssten dann ständig gegen Polen kämpfen. Tja. Schwer zum sagen. Warten wir mal, was Großbritannien sagt. Nein, warten wir, was Russland sagt. Je nachdem, in welche Richtung sich Russland entscheidet, entscheiden wir uns auch. Ja, weil Russland und Frankreich auf unserer Seite, da könnten wir Preußen schon. Da würde Preußen sicherlich nachgeben. So. Ach, ich geh bitte. Genau, gibt es da noch mehr Militanz? Gibt es auch irgendwas, was meine Militanz wieder senkt? Na, immerhin ist die Zahl der Liberalen jetzt wieder gestiegen und der Sozialisten. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit für Reformen ist wieder etwas gestiegen. So. 48,48%. Das ist wenig, viel zu wenig, um 1,52% zu wenig sogar, um genau zu sein. Was passiert hier alles? Vielleicht sollten wir. Ja, es ist so ärgerlich, ich will keine diplomatischen neuen Fronten öffnen, bevor ich mir nicht sicher bin, dass ich den Panama-Kanal gründen kann. So, na gut, aber Spanien sollte eigentlich klar sein. Meinung senken von Skandinavien. Kolumbien. Meinung senken von Großbritannien. Wenn ich gleich wieder vertraut sein. Huch.
Natürlich kriegt sie einen Militärzugang bei uns. Habt ihr vielleicht auch einen Krieg? Oh ja, gegen wen? Äthiopien, Hedjas und Nejd. Dieser Krieg hat euch letztens in den Konkurs getrieben und damit aus den Top 8 verdrängt. Ist euch das bewusst und ihr macht das noch einmal? Manche kriegen einfach nie genug von Konkurs. So wie wir in etwa. So, noch ein Marinestützpunkt. Ja, wir nehmen diesen Kriegsgrund natürlich, weil wir das Prestige nicht verlieren wollen und die Militanz nicht erhöhen wollen. Aber es bringt uns trotzdem nichts, dass wir einen Weltgeltungs reduzieren Kriegsgrund gegen Korea kriegen. Ich meine, Korea? Jetzt nicht Serbien oder irgendein anderes dummes Land sein können, das wir einfach angreifen können und das nicht gut geschützt ist? Na, Serbien wäre vielleicht nicht so gut. Da müssten wir gegen Russland Krieg führen. Sondern immerhin, es sind schon 9600 Menschen mittlerweile. Hedjas kriegt keinen. Ist ja unglaublich. Dieser Pipifax-Staat will von hier militärischen Durchlass. So. Neuseeland erklärte sich unabhängig von Großbritannien. Das war sicher keine Revolution, das war sicherlich, dass Großbritannien sie freigegeben hat. Ja. Den Commonwealth. Damit haben sie ein wenig Kolonialmacht freigeschaufelt. Apropos Kolonialmacht, ja, wir sind noch immer alleine hier. Sehr gut. So, wenn wir dann die Stufe 3 Marinestützpunkte haben, könnten wir sogar die etwas stärkeren Schiffe bauen. Hey, die Militanz sinkt. Ist das süß? Um 0,01% im gesamten Reich und schon ist sie wieder oben. Ich fasse es nicht. So, jetzt schauen wir mal, wie das mit dem Konflikt ausschaut. Oh, Großbritannien hat sich hierfür entschieden. Das heißt. Oh, Russland eher auf der Seite von Frankreich dann. Das wäre natürlich eine interessante Sache. Aber wenn ich mich jetzt auf die französische Seite stelle, wird er dann wirklich auf die französische Seite gehen? Gute Frage. Ich würde ganz gern Prestige kriegen, aber ich würde ganz gern auch. Unterstützen wir Frankreich? Das ist eine sehr riskante Sache. Wenn Russland nämlich nicht auf unsere Seite kommt, verlieren wir das auf jeden Fall. Und wenn Russland auf unsere Seite kommt, kann es sein, dass wir einen Krieg führen müssen. Unterstützen wir Preußen hingegen, gewinnen wir auf jeden Fall. Wir wollen aber Preußen nicht unterstützen. Wir hassen Preußen. Andererseits, wir wollen auch kein Polen, wir unterstützen Preußen. Wir sind pragmatisch. Und schon ist es passiert. Dafür mögen uns jetzt irgendwelche Leute wahrscheinlich weniger. Wahrscheinlich mal uns Frankreich jetzt dafür wieder nicht. Nein, das stört die gar nicht, dass wir auf deren Seite waren. Das ist auch okay, damit kann ich leben. Preußen mag uns dafür mehr. Nein, ich werde auch Äthiopien nicht durchlassen. Gibt's das? Ha! Wir können wieder ein Protektorat erstellen. Perfekt. Und noch eines. Tada! So, da können wir sogar einen
Wasserstützpunkt machen. Blub, blub. Gut, was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Können wir zwei. Nein, wir können noch eines machen. Zambezi. Oder da mehr Wasser. Und zurückziehen. Ah, das ist eine gute Frage. Was machen wir da? Zambezi oder eins von denen da? Das wäre natürlich auch eine interessante Sache, wenn wir Sokoto auseinandernehmen wollen. Andererseits. Gut, da kommt hoffentlich jetzt keiner mehr durch. Kassembe und Zambezi. Was für eine Entscheidung. Ich kann nur eine von diesen Kolonien gründen. Immerhin die da drinnen sind jetzt meine. Außer Portugal schafft es noch irgendwann mal zu kolonialisieren, aber das glaube ich nicht. Oh, Südafrika ist auch unabhängig geworden. Auch in Form von einem Commonwealth-Staat. Na gut. Frankreich hat da unten kolonialisiert, nicht England. Schau. Und da haben sie sich scheinbar auch geeinigt auf was. Puh. Skandinavien macht da weiter in die Richtung. Ja, da haben sie sich noch nicht geeinigt. Da scheint es nicht so problematisch zu sein. Da auch nicht. Gut. Naja, kann man auch nichts machen. Gut, meine Herrschaften. Wir hören jetzt wieder auf. Ich werde jetzt schlafen gehen. Und auch euch wünsche ich langsam eine gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.